der Berufsschule 7. Dieses Video wird so ein bisschen der Auftakt zu einer Videoreihe sein. Und zwar möchte ich hier über Pattern oder Design-Pattern sprechen. Und gleich vorausgeschickt, ich empfehle, das ganze Thema der Objektorientierung vor diesen Videos anzugucken. Schlichtweg, weil die Konzepte, die wir hier besprechen, einfach ein bisschen fortgeschrittener sind und ein fundiertes Verständnis der objektorientierten Programmierkonzepte sind hier wichtig. Dieses Video heißt zwar Pattern, aber ich werde noch nicht über einzelne Pattern sprechen, sondern ich werde erstmal ein paar Grundlagen klären, damit wir bei den eigentlichen Einzelpattern. Das erste wird beispielsweise das Thema Factory Pattern sein, dass wir da eben besser eintauchen können. In gewissen Grenzen ist es eine Wiederholung zu den objektorientierten Themen. Ein paar Sachen sind neu, ein paar Begrifflichkeiten, die halt hin und wieder mal fallen werden. Aber es war mir einfach wichtig, erstmal die Grundlagen zu klären, bevor wir hier dann in die Einzelthemen eintauchen. Also, was sind Pattern? Im Prinzip, die deutsche Übersetzung ist Entwurfsmuster. Und was passiert ist, ein paar sehr schlaue Leute haben sich in der Vergangenheit ein paar Gedanken über wiederkehrende Problemstellungen gemacht und haben dann gesagt, ja, diese Problemstellungen, wenn man sie so oder so löst, dann ist es für ja, das Weiterführen des Programms, des Projektes, des Codes, der Pflege etc. sinnvoll. Und das sind dann so eine Art Best Practices. Damit möchte man im Wesentlichen erreichen, dass man Code sinnvoll warten kann. Das heißt, dass der Code ja in Zukunft besser gepflegt werden kann, dass man Änderungen sehr einfach einbauen kann und zwar so, dass sie die aktuelle Funktion nicht in irgendeiner Form beeinträchtigen. Und ja, und das ist im Prinzip das, was man festhalten möchte. Es gibt ein relativ bekanntes Buch, das heißt Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Und zwar sind es vier Programmierer und die sind in die Geschichte eingegangen als The Gang of Four. Wer da genaueres wissen will, kann das mal googeln. Und in diesem Buch werden im Wesentlichen drei Grundkategorien unterschieden. Und zwar einmal die sogenannten Erzeugungsmuster oder Creational Pattern. Da geht es darum, wie Objekte effizient ins Leben gerufen werden. Also aus Klassen, die Objekte gemacht werden. Da gibt es die Strukturmuster, wie man eben die Interna der Module sinnvoll aufbaut und Verhaltensmuster, also wie sie sich verhalten, also die Behavioral Pattern. Das sind so die drei Grundarten, aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, das ist einfach nach diesem Buch definiert. Aber fast überall, wo man über Design Pattern was liest, geht man immer auf diese drei Grundstrukturen ein, die eben aus diesem Buch der Gang of Four ja, dort herausgenommen wurden. So, im Wesentlichen haben wir ja schon im Buchtitel von diesem Design Patterns Buch gesehen, dass es sich im Wesentlichen um objektorientierte Softwarekomponenten handelt. Das heißt, alles, was wir hier auch für die Pattern besprechen, ist erstmal primär auf objektorientierte Programmiersprachen ausgerichtet. So, damit wir das jetzt eben dann bei den eigentlichen Pattern in den späteren Videos sinnvoll einordnen können, gehe ich nochmal auf die wichtigsten ja, Merkmale von objektorientierten Programmiersprachen ein, die sich dann in den Pattern widerspiegeln werden. Als allererstes mal die Assoziation. Also alles das, was ich jetzt sage, dürfte in den ein oder anderen Videos von mir ja schon gesehen worden sein von euch. Aber wie gesagt, hier halte ich es nochmal für sinnvoll, es zentral nochmal zusammenzufassen. Also Assoziation, das ist das Referenzieren von Objekten. Ja, ich habe irgendeinen Dialog, eine Dialogklasse und in dieser Dialogklasse wird ein Objekt referenziert der Klasse Button. Stinknormale Referenz. Und hier geht es jetzt immer dann darum, wer kann auf wen zugreifen. Das heißt, es ist eine gerichtete oder eine ungerichtete Assoziation. Wo wird das Objekt erzeugt? Hier ist dann beispielsweise wichtig,
ob wir hier über Komposition oder Assoziation sprechen. Und auch hier in dem Zusammenhang kann ein Objekt einzeln existieren. Das sind so die Sachen, die wir bei den Referenzieren von Objekten beachten müssen. Das nächste ist die Kopplung. Bei der Kopplung geht es darum, gibt es Abhängigkeiten zwischen Objekten oder Modulen. Das heißt, wir sehen hier mal folgendes Beispiel. Ich habe hier irgendein Package, das heißt irgendwie User Interface Dialog. Dort gibt es jetzt einen Windows Dialog und einen Alert Dialog, wie auch immer. Ja? Also zwei verschiedene Klassen von Dialogen. Und wir haben jetzt die Elemente und hier haben wir jetzt auch irgendwelche verschiedenen Button-Elemente. Ich sage jetzt mal Text-Button und ein Image-Button. Und wenn ich jetzt sowohl im Windows-Dialog als auch im Alert-Dialog beide Arten von Elementen nutzen können möchte, dann habe ich so eine Abhängigkeit und die ist relativ stark verwoben, also eine starke Abhängigkeit. Jetzt kann ich diese Abhängigkeit auflösen, indem ich jetzt beispielsweise ein allgemeines Interface definiere, ein Dialog-Interface, das von beiden Dialogen implementiert wird. Und ich habe jetzt ein Button-Interface und das wird von beiden Button implementiert. So, und wenn ich das so mache, dann kann ich es so umsetzen, dass die Referenzen nur noch über die Interfaces dann realisiert wird. Also die Parameter der Button oder von den Button die Referenz auf die eigentlichen Dialoge. Ja, also so könnte man das Ganze umsetzen und damit habe ich eine schwache Abhängigkeit. Ja. Und die ganze Idee von der Kopplung ist eben, dass ich möglichst eine schwache Abhängigkeit habe, um mehr Flexibilität bei der Implementierung, bei der Erweiterung, bei der Veränderung der einzelnen Klassen, wie eben Alert oder den Buttons, hinzubekommen. So ein bisschen das Gegenteil von Kopplung ist die Kohäsion. Hier geht es darum, dass man sagt, man möchte die Aufgaben in einem Modul möglichst beschränken auf eine wesentliche Aufgabe. Wenn wir uns das im Extrembeispiel anschauen, könnte man das sich so vorstellen, ich habe einen Logger, der kann in ein CSV-File loggen, in ein XML-File loggen und einen JSON-File loggen. Und das wäre jetzt nicht beschränkt. Ja? Ich meine, es ist zwar auf die Aufgabe des Loggings beschränkt, nicht aber auf die Art. Und eine bessere Kohäsion würde ich erreichen, wenn ich drei verschiedene Klassen realisieren würde. Einmal eben für das CSV, einmal für XML und die JSON-like Logging. Das Ganze kann man jetzt aber auch noch ein bisschen anders sehen. Man kann sagen, dass das einzelne Modul eng intern vermascht ist. Das heißt, wenn sich jetzt ein Modul, also der CSV-Logger beispielsweise, wenn es dort jetzt viele interne kleinere Methoden gibt, dann sind die relativ eng miteinander vermascht, was weiß ich, irgendwelche CSV-Bibliotheken oder besser wäre das Beispiel wahrscheinlich bei XML und JSON, wo ich irgendwelche Bibliotheken einbinden muss. Und diese Bibliotheken, die werden eben in allen möglichen Methoden, die im XML-Logger jetzt drin sind, genutzt. Wenn ich jetzt aber die linke Seite anschaue, dann habe ich in dem Logger sowohl die Bibliothek für XML als auch für JSON und sofern es sowas gibt, auch für CSV. Und diese Bibliotheken werden eben nur exklusiv in den Teilmethoden genutzt. Das heißt, eine enge Vermaschung ist nur dann da, wenn eben sich alles, was innerhalb von diesem Modulen, in dem Fall in meinem Beispiel sind es Klassen, was sich innerhalb dieser Klassen mit der eigentlichen Funktion beschäftigt, dass sämtliche ja, Methoden eben und ja, Elemente dort eben genutzt werden. Und dass ich quasi nicht intern in meinen Modulen oder Klassen sagen kann, ich habe dort wieder Gruppierungen von einzelnen Funktionalitäten, die voneinander unabhängig sind. Das heißt, diese Vermaschung und Beschränktheit hängt in gewissen Grenzen zusammen. Wichtig ist, dass man eben versteht, dass bei Kohäsion innerhalb des Moduls nicht ja, verschiedene Aufgaben drin sind, sondern möglichst eine. Und damit kommt die Vermaschung von den existierenden, umgesetzten Aufgaben von ganz alleine. Dann haben wir natürlich das Thema Vererbung.
Also die Übernahme von Methoden und Eigenschaften aus der Elternklasse. Ich glaube, das dürfte jetzt keinen weiteren mehr wirklich überraschen. Ich habe ja gesagt, man sollte die grundsätzlichen objektorientierten Themen ja schon mal gesehen haben in den anderen Videos. Da geht es immer um die Vererbung. Und hier geht es immer darum, wo wird die Funktionalität festgelegt. Ja, alles, was sozusagen gemeinschaftlich genutzt werden kann, sollte auch in der höheren Ebene umgesetzt werden. Und ja, was wird in den Kindklassen benötigt und welche speziellen Dinge muss eine Kindklasse erweitern? Das sind so die Standardgedanken von der Vererbung. Und aus der Vererbung heraus kommt es das sogenannte Open-Close-Prinzip. Hier möchte man bei den einzelnen Modulen und Klassen offen für Erweiterungen sein, aber geschlossen für Änderungen. Was bedeutet das? Ich habe jetzt meine Klasse, die soll geschlossen für Änderungen sein. Das heißt, ich möchte nicht, dass irgendjemand anderes in meiner Klasse eine Änderung vornimmt. Ich möchte aber jemanden die Klasse in die Hand drücken und sagen, wenn du möchtest, kannst du sie erweitern, indem du eben deine eigene Klasse von meiner Klasse eben erben lässt. Und damit haben wir eben diese beiden Aufforderungen oder Anforderungen durch diese Erweiterung und das Klassenmodell oder das hierarchische Modell umgesetzt. Das Ganze ist jetzt auch noch mal ganz interessant in Richtung, welche Art von Programmiersprachen nutze ich. Das funktioniert natürlich nur sauber bei kompilierten Programmiersprachen, weil nur dort habe ich MyClass als Kompilat vorliegen und kann es nicht verändern. Ja? Und ja, wie gesagt, YourClass erbt alle Funktionen aus MyClass und erweitert diese. Das nächste Thema ist das Thema Abstraktion, also Reduktion auf das Wesentliche. Das ist ein bisschen verbunden mit dem Thema Kohäsion, aber hier geht es eigentlich darum, dass man nur das wirklich umsetzen möchte, was wirklich zwingend notwendig ist. Also ich habe jetzt irgendein Modell, das ist irgendwie super kompliziert aufgebaut. Ich brauche aber nur die Möglichkeit, diesen Startbutton zu drücken. Also baue ich auch wirklich nur in meiner Engine diesen Startbutton. Alles andere, was nicht zwingend notwendig ist, das fliegt raus. Das heißt, ich reduziere es auf genau das, was ich haben möchte. Ja, also welche Funktionalität wird wirklich benötigt? Viele Programmierer neigen dazu, hier und da noch ein paar Schleifchen dran zu bauen, weil sie es können und wollen und irgendwie zeigen, was sie Tolles machen können. Nein, hier geht es darum, wirklich nur das umzusetzen, was wirklich benötigt ist. In gewissen Grenzen kann man jetzt auch noch sagen, was ist von außen nutzbar, wobei das eher bei den Zugriffsmodifikatoren eben beheimatet ist und dann das nächste Thema betrifft. Aber ich sag mal, da überschneiden sich so ein bisschen die Thematiken. Ja, talking about Zugriffsmodifikatoren. Die nächste wichtige Eigenschaft ist die Kapselung. Das heißt, ich möchte interne Funktionalitäten, Eigenschaften meiner Klasse vor den Nutzern verstecken, im Prinzip mit den Gettern und Settern. Ja, also ich möchte die Kontrolle auf die Zugriffe von Eigenschaften haben und das schaffe ich nur mit Hilfe von Methoden. Ergo muss ich die Eigenschaften als private setzen und die Zugriffe eben über Getter und Setter realisieren. Und hier geht es dann auch darum, welche Eigenschaften, aber auch Methoden gehen den Nutzer meiner Klasse nichts an. Also was sind Sachen, die brauche ich nur intern und welche möchte ich auch gar nicht nach außen geben? Und das wären eben die Private-Methoden, die ich eben in meiner Klasse dann hinterlegt habe. Letzte Bereich ist die Polymorphie. Polymorphie heißt übersetzt Vielgestaltigkeit. Und genau, klären wir mal ganz kurz, was eigentlich davon zu halten ist oder was damit gemeint ist. Also die grundsätzliche Idee ist, dass wir Variablen haben und in diesen Variablen können wir Objekte unterschiedlicher Klassen aufnehmen. Der Satz ist auch hier wieder grundsätzlich nur für statisch typisierte Programmiersprachen,
die meisten und die wesentlichen kompilierten Programmiersprachen wichtig. Und darauf möchte ich mich ja auch beschränken. Und die grundsätzliche Idee ist, ich habe eine Variable und kann Objekte verschiedener Klassen dort hineinlegen. Schau es mal in einem kleinen Beispiel an. Wir haben wieder zwei Buttons, unseren Text-Button, unseren Image-Button. Und ich habe hier jetzt einfach zwei Methoden. SetColor, jeweils in einer unterschiedlichen Art und Weise. Für den Text wird es halt unterschiedlich implementiert als für das Image. Wenn ich aus den Klassen Objekte baue, dann kann man sich das so vorstellen. Ich habe eben hier ein Text-Button, Objekt, ein Image-Button, Objekt. Beide haben implementiert die SetColor-Methode und mit denen möchte ich jetzt arbeiten. Das Ganze soll so aussehen, dass ich in einem Dialog-Objekt jetzt eine Instanzvariable habe vom Typ Button. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine drüberliegende Struktur. Entweder ein Interface, das mir eben nur die Signatur von den notwendigen Methoden implementiert oder nicht implementiert, sondern vorgibt, oder eine Klasse oder wie hier eine abstrakte Klasse. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, eben in dem Dialog einen Datentyp Button zu definieren. Und das können wir uns jetzt einfach so vorstellen, die Variable Button. Die vom Typ Button ist jetzt ein Behälter für Objekte, die eben basierend auf dieser Button-Klasse in irgendeiner Form umgesetzt wurden. In dem Fall unser Text-Button und Image-Button. So, und Polymorphie bedeutet jetzt, dass ich jetzt in diese Variable jetzt beispielsweise ein Text-Button hineinlege und ich könnte jetzt quasi auf diese Methode SetColor zugreifen und die Funktionalität von dieser Methode SetColor würde jetzt festgelegt werden durch das Objekt, das in dieser Variable liegt, nämlich ein Objekt von Typ TextButton. Genauso könnte ich jetzt in die gleiche Variable ein Objekt vom Typ ImageButton reinlegen. Auch hier würde ich jetzt die SetColor-Methode sehen und könnte sie ausführen. Das heißt, ich habe in beiden Fällen die gleiche Variable, aber das Verhalten der Variablen in Bezug auf diese Methode SetColor ist unterschiedlich, je nachdem, welches Objekt dort drin liegt. Und das ist das, was man eben unter Polymorphie oder Vielgestaltigkeit versteht. Ich habe eine Variable und je nachdem, was drin liegt, gibt es sozusagen unterschiedliche Verhaltensweisen. Und man spricht hier auch, ist gerade bei Prüfungen immer eine ganz beliebte Frage, von Late Binding. Das bedeutet nichts anderes, dass erst zur Laufzeit festgelegt werden kann, wie sich das Objekt in der Variable Button verhält, weil ich erst zur Laufzeit sehen kann, ob jetzt hier in unserem Beispiel ein Text-Button oder ein Image-Button drin liegt. Und das wäre so die Grundidee der Polymorphie. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist jetzt einfach, wo wird die Signatur festgelegt und wo wird die Implementierung festgelegt. Die Signatur ist wichtig für die Variable, weil die Variable einfach nur die Signaturen nach außen freigibt und die Implementierung, die legt fest, wie die Funktionalität eigentlich ist. Und in unserem Beispiel sehen wir, die Signatur wird in der abstrakten Elternklasse festgelegt und die Implementierung jeweils bei den Kindklassen Text oder Image-Button. So, jetzt sind wir alle ja, grundlegenden Themen mal mehr in der Nutshell durchgegangen. Und in den folgenden Videos, wenn wir auf die einzelnen Pattern gehen, werde ich eben dann nochmal referenzieren auf die Grundlagen, die wir jetzt hier gelegt haben. Und insofern würde ich sagen, haben wir es diesmal in ja, etwas unter 18 Minuten geschafft. Und wie immer dranbleiben, wir sehen uns im nächsten Video.